Guten Hut und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge EAFC 24 Karriere mit Coach Bommel und Frexham. Ja, wir haben den Deadline Day, aber ich glaube nicht, dass wir da groß tätig werden wollen, können und sollten. McLinden geht nach Crowytown. Oh, na, cool. $180.000 kriegen wir nochmal als Transferbudget drauf, okay. Wir haben kein Geld und wir haben halt auch keine, momentan keinen Bedarf. Jetzt hätte ich sogar vergessen. Dann so, wir gucken uns mal jetzt noch die Top-Transfers an. Robin Lenormand von Sociedad nach Paris. Jimenez von Atletico zu Manchester United und Gerard Moreno von Villarreal nach. Kannst du mal machen, 36 Millionen. Gut, wir werden jetzt aber den Deadline Day beenden und werden uns auf das nächste Spiel gegen Doncaster. So, Ola Solbakken und Khalid Munir sind nicht da. Und Morgan Ball. Ja, 40 bis 85. Okay. Da haben wir den nochmal eingestellt. Ausgeglichen, ne? Wohl 48 und halt auch 44er Verteidigung. Eigentlich kann ich nur rausschmeißen. Eigentlich noch an Geld 4 Millionen. Das heißt, wir könnten theoretisch könnten wir uns einen besseren Jugendstab holen. Hier holen wir ihn hier. Mannschaft aus, morgen Bickerstaff, Davis, Munir, Hewitz, also ich sag, wollte ich doch statt Davis, der war doch irgendwie 28, wollten wir da nicht den links hochziehen? Okay. Genau, ihn hier. Genau. This is a message for Owen Kennedy. Owen, happy birthday from your friend Jonathan Fish. Diese weiten Flanken, die sind echt
sie vielleicht selber sind toll, wenn sie für den Gegner sind problematisch. Aber sehr schön. Für uns jetzt Colin West. So. Gewonnen, aber leider, ja, natürlich verlieren wir nur noch 2-1. Ach Leute, echt. Also eigentlich musst du wirklich jede Chance nutzen, damit du gewinnen kannst. So, den können wir auf Holz schmeißen. Halt. Und auf Schuld. Die 10.000 nehmen wir gerne mit. So, jetzt haben wir ein bisschen durchschmeißen. Gefühle, ist ja schon mal nicht verkehrt. Wir spielen immer noch. Wir sind in der 22. Minute. Und ich finde den Heilspiel eigentlich nicht gut. Und ich bin 2-0. Geil! Kopfball in Wiederholung. Kopfball gewonnen und. So kann es gehen, Betrieb. Ach, Luft natürlich keiner. Oh, so ein Ding. Warum rennen? Naja, gut. Nicht aufgeben. Wir führen 2-0. Das ist ja eine letzte Minute. Okay. Und trotzdem gewonnen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, dann mal gucken, wie die Tabelle aussieht. Nicht unbedingt das, was ich mir vorgestellt habe, aber 8 Spiele, 2 Siege, 4 Niederlagen. So. Genau.
Ja, theoretisch könnte ich mir noch Trainer holen. Wer ist nicht? Ach, Monier und meine zwei Außen sind nicht da. Schön. Habe ich nicht mehr. Aber dann was? Mal gucken, wie er dann aufstellt. Natürlich, wenn du in so einer unterklassigen Liga spielst, interessiert es nicht, ob da alle Länderspiele sind. Weil man halt selten Nationalspieler in diesen Ligen sieht. Schön ausgespielt. Sorry. Nur nicht laufen. Also ich sehe es natürlich als nicht eingestellt, aber als Beantwortung eingestellt von die Abwehr. Und wir gewinnen sogar 1-0. Cool. Hätte ich jetzt irgendwie nicht so gedacht, aber nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit. Was sagt die Tabelle? Trophy, okay. Obwohl ich jetzt eigentlich weniger müsste. Wir nochmal gewonnen. So. Ahmed Aladin. Ach, das war der Stürmer, ne? Genau, Tempo 81 mit 65. Da wurde Kind 80, 82. Schießen 61. Und damit werden dann auch die freien Spieler in der Karriere. Haben wir unseren neuen Stürmer, der Liga-Step ersetzen soll. Das ist natürlich dadurch, dass ein freier Spieler ist, ein A. Sehr schön. So. Wie hat mir denn da Linie, ne? Ich hab doch keine. So nach 61.
Schön, wenn wir hier weiterkommen. Ja, oh, wie kann er den nicht machen? Ne? Ja, natürlich. Natürlich. Ich bin jetzt so stark gewundert. Jetzt haben wir noch einen Mollens, der dann. Den Ausgleich schießt. Ja. Und jetzt hoffentlich nochmal den Ausgleich schießt. Nee, Pickerstaff schießt. Okay. Stop. Ach, er muss nicht weiterlaufen, wenn er die Ball angenommen hat. Ah, ja. So. Da gibt es wahrscheinlich ein Wiederholungsspiel. Ach nee, warte mal, ist ja Tabelle. Mit den Trainingsplänen, das geht mir irgendwo schon so ein bisschen auf den Sack. Diese ganzen Meldungen. Was soll ich denn noch machen? Haben sie was Tolles eingebaut, was aber im Endeffekt auch wieder nur nervt. Viele Energie, aber ich soll nicht laufen, die in den Dienst wechseln, was ich gar nicht mache. Und ja, stimmt leider alles hinten und vorne nicht so mit den ganzen Benachrichtigungen. So, jetzt kann er das erste Tor schießen. Sehr schön. Ich hätte nur eine zweite Chance bekommen. Ich dachte mir schon, dass der Ball wieder hoch war, aber ich konnte es dann doch kurz noch durchsetzen. Zimmert der den daneben? Das glaube ich ja alle nicht. Wäre jetzt nur EA Sports-like, wenn ich den Elfmeter nicht ausführen kann. Ja, natürlich. Natürlich. Dann macht's halt. Dann löst es EA Sports so. So, was sagt die Tabelle? Immerhin sind wir jetzt schon 16. Langsam werden wir uns nach oben arbeiten. Hier schon wieder Trainings. Mir ist aufgefallen, dass die Trainingspläne zuletzt oft gewechselt wurden. Ist so ein Schrott, weil
ich daran nicht verstellt habe. So, das nächste Spiel gegen Grimsby. Das kommt dann aber in der nächsten Folge. Bis dann haben wir so eine Woche Zeit, um uns die Energie ein bisschen wiederherzustellen. Ey. Ja, bis auf den Innenverteidiger und Aladdin sieht alles ganz gut aus. Ich sage schon mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Hightower.